Frauen haben Sie geschlafen. Wie war das bitte? Hören Sie doch auf, Sie haben sie garantiert gezählt. Also, wie viele? Mit wie vielen Männern haben Sie geschlafen? 13. 13? Lass uns Liebe machen. 13 verschiedene, ja? Ja, verteilt über die Jahre sind das nicht so viele. Tut mir leid, also ich sind ja wie eine Hure. Ich hab gesagt, machen Sie was Eigenes und hab gemeint, Sie sollen aus Ihren Erfahrungen und Beziehungen schöpfen. Hören Sie mal, ich verstehe 10-mal so viel von Blowjobs wie von wirklich echten Beziehungen. Du hast mehr Potenzial für Beziehungen als jeder andere Mensch, den ich kenne. Weißt du was? Frauen wie du treiben Männer in den Wahnsinn. Los, auf! Sie hat sie auf! Mein Wagen! Ich bin mit jeder Beziehung, die ich im Leben hatte, gescheitert. Es interessiert mich wirklich nicht die Bohne. Der Punkt ist, schaffen Sie bis zur Deadline heute Abend 2500 muntere, fröhliche Wörter? Hundertprozentig. Du solltest den Artikel über uns schreiben. Wir hatten die vollkommene Beziehung. Okay. Hey, bist du immer noch nicht über ihn hinweg? Natürlich bin ich das. Was tut denn ein nettes Mädchen wie Sie in Ortspornorama? Du kannst doch nicht mit einem Kerl ausgehen, der Joey heißt. Wie ist dein Nachname? Ich bin Joey Santino. Joey Santino, der Schauspieler? Du hast den Typen! Er ist eigentlich als Schauspieler gar nicht mal so schlecht. Redest du mit mir? Wahrscheinlich kennst du noch nicht seine neueren Arbeiten. Oh mein Gott, das ist ein schlechter Witz. Wie kannst du? Es war nicht vorgesehen, dass du dich verliebst. Ich habe eine Nachricht für Sie von Adam Levy. Hör auf, mir mein Leben zu verpfuschen. Ich bin mit jemand anderem zusammen. Heirate mich. Du bist das Wunderbarste, das mir jemals passiert ist. Also, das ist doch ein echt beschissenes Timing. Du sollst nicht gleich auf Anhieb den Richtigen treffen. Du sollst nicht an jedem Idioten hängen bleiben. Glaubst du, man kann ewig Leidenschaft füreinander empfinden? Ich kann nicht. Wenn man so lange mit einem Menschen liiert ist, hat Ich liebe dich vielleicht die Bedeutung von einem Käsesandwich. Wusstest du, dass Robert De Niro eine Laktoseunverträglichkeit hat?